Chrissy. Trinkt ja auch noch mit das restliche Fleisch rüber. Hier sind noch Tiere, die vergiftet, die sind alle vergiftet, ne? Oder? Sind die alle durch das Gift gestorben? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann dann Anastasia, wenn sie sich wieder... Wenn es hier wieder gut geht... Kann noch jemand kochen, alternativ? Noch jemand mithelfen beim Kochen? Ja, hier, Maemi, Anastasia und Dragon. Na toll. Das ist ja nicht gut. Matt ist... Hi, Mustafa! Kenne ich beides nicht. Ich weiß nicht, Maemi, also ich spreche dich manchmal an. Momentan spreche ich dich zum Beispiel an, weil du dich in deinem Zimmer versteckst hier. Pinguin geht's wieder gut. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Das Heimatgebiet. Okay, Dach. Erweitern. So. Okay, Anastasia geht's wieder gut. Pinguin baut komprimierten Stahl ab. Der. Ach nee, Chrissy. Wer ist noch? Ach, Dragon war es dann. Ja, Dragon war. Du ruhst dich aus. Okay. Wer? Dragon, ach so. Dragon geht's wieder gut. Sehr schön. Dann kannst du jetzt erstmal spazieren gehen. Was machst du? Du produzierst Durchfleisch. Nein, du schlachtest. Wir brauchen das Fleisch. Das darf. Das ist, draußen ist es 22 Grad. 12 Grad. Warum auch immer. Wir brauchen das Fleisch erstmal. Chrissy schleppt Tiere hin und her. Okay. Die Merkel zum Beispiel ist extrem gelungen, weil sie Raute vom. Aha, Matt ist also schuld daran, dass. Wir Merkel haben. Aha, gut zu wissen. So, so. Das stimmt, jeder ist was Besonderes. Aber man sollte auch nicht übertreiben. In seiner Vorstellung. Denn... Achso, du sitzt in deinem Zimmer... Ja, das kann natürlich sein, dass du da in deinem Zimmer hockst und zockst. Das ist sehr wahrscheinlich. Das kann sogar wirklich sehr wahrscheinlich sein. Das ist aber trotzdem nicht nett. Die armen anderen Camper müssen hier auch irgendwie damit klarkommen. Und dann hilfst du ihnen nicht, weil du hier irgendwie gerade die nächste Runde von einem Spiel zockst. Tiss, 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 Maemi. Tiss, tiss, tiss. Anastasia, sie ruht sich wieder aus. Und Dragon... Nicht kochen, schlachten. Tiere müssen erstmal alle zu Fleisch verarbeitet werden. Wie ist denn... Was ist denn hier mit dir jetzt hier? Warum... Warum... Warum? Du könntest uns doch mal helfen, bitte. Wieso ist denn das hier so warm im Winter? Ist ja voll krass. Geht's Dragon? Dann müsste. Okay, dem geht's noch gut. Maemi versteckt sich nicht länger in ihrem Zimmer. Yay! Hat aufgehört zu zocken.
Ja, ich nenne dich Camper. Ja, natürlich, hallo. Oh Gott, ein Muffin. Oh Gott, nein, ernsthaft? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir brauchen die Fernkämpfer. Wir brauchen nicht alle. Antanzen, ihr müsst den Muffalo erschießen. Sehr gut. Kurz damit wir alle aufstehen. Das Muffalo töten. So. Anastasia und Maimi spielen. Schach gegeneinander. Mal gucken, wer gewinnt. Mengi oder Anastasia? Matt übt ein bisschen. Und Maimi ist gleich wieder voll auf dem Damm. Und Anastasia ist jetzt traurig und läuft herum. Sehr schön. Du wolltest vom PC aufs Sofa wechseln und Schach spielen? Das finde ich. Guck mal, du spielst doch Schach da, guck. Hier, du spielst Schach. Hier mal, Emi. Siehst du? Dann du das nämlich. Denn du, wusst, du wolltest das und dein Charakter wollte das auch. Ganz einfach. So ist das. Schon hier, dein Charakter hat das sofort übernommen. Hier wird weiter fleißig gebaut. Das ist sehr schön. Das dauert natürlich alles ein bisschen. Haben wir kein Holz mehr oder warum wird das Bett nicht gebaut? Ja, Kekse! Kekse! So, Maimi, jetzt kannst du mal bitte hier Komaro überzeugen, bei uns mitzumachen. Dann kann er nämlich auch ein neues Bein bekommen. Vorher kriegt er keins. Eigentlich voll. Eigentlich ist das sogar sehr gut, dass ihm sein Bein fehlt, weil er kann sich nicht bewegen. Das heißt, selbst wenn er ausflippt, weil er das hier total doof findet, alles und sowas, kann er nicht abhauen. Und irgendwie Randale machen. Das ist eigentlich ziemlich gut. So. Anastasia ist ja noch ein bisschen am Rumlaufen. Hier geht's auch schon wieder ganz gut. Ja, du hast Hunger. Dann musst du erstmal wieder. Na denn, viel Spaß beim Schachspielen, Miami. Schlechtes Bett. Schlechtes Bett lassen wir, glaube ich, nicht zu, haben wir gesagt, ne? Ja, schlechtes Bett lassen wir nicht zu. Nee. Nein, abreißen, sagte ich. Schäbig lassen wir, glaube ich, auch nicht zu, habe ich gesagt, ne? Wer war unser guter Konstruktionstyp? Wer konnte gut bauen? Creepy. Creepy konnte alles gut. Creepy war einfach ein guter Allrounder. Creepy war in allem gut. Zack, ein exzellentes Bett. Das hier drüben, das ist nicht. Da kann er. Genau, da kann er erstmal ein bisschen. Das wird ein Gefangenenbett, das ist ein übles Bett, das stört mich nicht. Die Bären verderben gerade im Lager, das ist natürlich nicht so gut. 16, 13, okay. Na gut. Oh, unsere Gräber sind fast voll. Dann bauen wir neue Gräber. So. Creepy baut wieder. Das hier steht, das ist abgebaut. Sehr gut. Werthunger? Anastasia. Ja, na gut.
Kann man nichts tun, wenn sie halt nicht rauskommt. Haben wir ein Gebiet, was so... was immer warm genug ist, damit hier was wächst? Weil das ist ja... ist ja schon langsam krass. Holz haben wir eigentlich genug, glaube ich, ne? Hier liegt ja noch... oh, hier liegt gar nicht mehr so viel Holz rum. Okay, dann brauchen wir auch wieder das. So, Anastasia muss sie jetzt langsam mal fangen. Aber was wir mal machen können auch, ist, wir erweitern unsere Strukturen nach hier. Hier drüben. Warte mal. So. Und bauen hier mal eine Krankenstation hin. Hier kommt mal eine Krankenstation hin. Damit wir... hier... hier... damit wir entsprechend das alles ein bisschen ungestörter haben. Sterile Fliesen brauchen Stahl. Okay, komm, machen wir trotzdem mal. So. Stahl und Silber. Hm. Wird ein bisschen dauern, aber wir haben ja irgendwo... Stahl liegt ja rum und Silber habe ich auch schon irgendwo gesehen. Du bist Plaststahl? Bauteile? Wir haben ganz viel Stahl, das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Das stimmt, ja, du bist gut in allem. Ja, creepy. Das ist, creepy. Creepy, das ist creepy. Kack, Grippe, na toll. Dieses Spiel macht mich echt... Das lässt uns nicht... Das lässt uns keine Ruhe, dieses Spiel. Das ist Silber, oder? Ja, das ist Silber. Sehr gut. Hier ist auch Silber. Ach, gucke mal. So, wer hat die Grippe? Maimi und Matt. Ach, kacke. Maimi und Matt. Das ist nicht gut. Maimi, schlafen. Matt, schlafen. Wer noch? Anastasia, na toll. Schlafen, Mingi, behandeln. Oh, noch eine Sonnenfinsternis, wobei das mich nicht groß stört. Was hast du für ein Problem? Ja, die Umgebung ist hässlich, das weiß ich. Okay. Okay. Aber das hier gefällt mir gerade nicht so wirklich. Die Grippe und die Immunität sind, gleich auf. Das gefällt mir gar nicht. Okay, die Immunität steigt ein bisschen schneller. Oh, was ist das denn hier los? Meine Güte. Wobei ich mal sagen muss, dass ich glaube, Anastasia, Matt und Maimi in ihre eigenen Zimmer schicke. Aus einem ganz einfachen Grund. Dass sie dann nicht gestört sind. Und eine angenehmere Umgebung haben. Weil gerade Anastasia ist ja etwas angekratzt in Sachen Stimmung.
Kohle? Nee, Kohle gibt's hier nicht. Gut, 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 gut. Was machen die anderen? Creepy baut noch. Dragon schläft. Und Pinguin baut Silber ab. Okay, was machst du jetzt, Pinguin? Forscht. Kannst du bauen? Ja, pass auf. Können wir die Forschung irgendwie ausschalten? Kann ich irgendwie sagen, ich möchte nicht forschen? Okay. Weil Forschung ist das eine, aber wir brauchen... Rennt, rennt, Creepy, wenn der Creepy mit der Kettensäge durch den Wald rennt. Aha. Hi, Dieter, Niklas. Gut. Du fütterst, sehr gut. Mit Fleisch ist natürlich nicht so gut. Ja, sehr gut. Wir haben... Wieso bist du bewusstlos? Naja. Wir haben Komaro. Das heißt, wir haben noch einen neuen. Wir haben jemanden, der gerne mitmachen möchte. Also, falls jemand noch Lust hat, in diese Kolonie hineinzukommen. Komaro braucht man nur noch ein neues Bein. Das werden wir ihm gleich mal verschaffen. Das ist das rechte Bein. Das wird... Ich werde... Jetzt entsprechend, weil das Problem ist, bei solchen Operationen sterben die Leute sehr, sehr gerne. Hi, Tommy. Also mal gucken. Ich meine, wir können ja Fangerus zum Beispiel hier reinholen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Fangerus könnte das zum Beispiel werden. Falls Mengi ihn jetzt nicht tötet. Na? Oder Lord Kommi? Na, 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 na? Er hat über... What the fuck, Maggie? Was bist du für ein krasser, krasser Arzt? Was haben wir denn für... Nur mal so, als, damit ihr meine Verwunderung versteht. Er hat eine Medizinfähigkeit von 12. Wir haben keine medizinischen Betten. Wir haben keine Operationssachen. Wir haben hier nur einen Mittelraum und alles sowas. Und Kräutermedizin. Und Maggie schafft alle Operationen. Ich habe in einem anderen Spielstand einen Arzt mit Medizin 15, ich habe medizinische Betten voll ausgestattet mit allem drum und dran und der tötet die Leute auf dem Tisch. Fang auf, du möchtest das hier werden? Du möchtest Komaro werden? Sehe ich das richtig? Nicht Fangarus? Warum nicht? Warum nicht Fangarus? Hä? Warum denn nicht? Ja! Es erinnert wirklich sehr, sehr stark daran. Ist aber nicht von den gleichen Leuten. Es ist nicht von den gleichen Leuten. Es ist eine eigenständige Truppe. Die haben miteinander nichts zu tun. Was kann der denn? Er kann... Er ist ein sehr guter Handwerker, lernt gut Konstruktion und kann auch gut kochen. Kann ein bisschen mit Tieren... Naja, nicht wirklich gut mit Tieren umgehen. Fernkampf kann er auch noch nicht so wirklich. Er verweigert keine Arbeiten, das ist immer sehr, sehr gut. War früher einmal... Feuer... Also, wie nennt man das denn, Fire Tender? Also der hat darauf aufgepasst, dass das Feuer brannte. Das ist ja, war ja damals wichtig, das durfte nicht ausgehen. Und Weber ist unerschütterlich, das heißt, seine Zusammenbruchschwelle ist reduziert und homosexuell, 32. Mekon würde das auch machen. So, was macht Mengi derweilen? Füttert. Ne, füttert man nicht.
Ach, das ist schon was? Ernsthaft? Wie steht's denn mit den... Okay. Hat sich gut entwickelt. Ah, das hat sich nicht so gut entwickelt. Das sind 7%, das ist okay. Halt den von mir fern, wieso creepy? Was meinst du? So, der kann mit kochen. Dann kann Maimi nämlich die Kochrolle hier wegnehmen und der kann hier mit Handwerker werden. So. Jo, ist Fangerus? Der Künstler ist. Oh, der Herr möchte Künstler werden. Okay. So, was du auf jeden Fall bekommst, erstmal einen überlegenen Bogen. Das sind Wurfspeere. Warte mal, wie sieht das aus? Du hast einen Wurfspeer, Pistole. Wurfspeer, Snipergewehr, Kurzbogen, Schwert, Maschinenpistole, Plaststeinmesser. Okay. Nein, Mustafa, es sollen Leute aus der Community werden. Leute, die hier im Stream mit dabei sind, die sollen hier entsprechend ihre Verwirklichung drin finden. Darum geht es, dass die Leute hier entsprechend mitmachen können. Also geht es jetzt nicht darum, irgendwie schöne Namen zu finden, sondern zu gucken, dass die Leute ihren Anteil an diesem haben, an diesem Spiel. Siehst du Fangwill unbedingt? Ja, ich glaube auch, dass das Fangaros sein sollte, oder? Ich glaube auch. Ich glaube, das ist Fangaros. Doch, doch, das ist Fangaros. 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 So. Okay, Matt, jetzt habe ich Angst. Matt, da habe ich Angst. So, guck mal, Fangaros versorgt gleich mal Matt. Also, er haltet ihn auf. Füttern geht auch mal so, das kann jeder. Das ist nicht so die anspruchsvolle Aufgabe. Ja, er bettelt, ja. Ja, Fangaros, was denn? Freust du dich? Freust du dich, dass du hier mit teilnehmen darfst? Nee, da brauche ich eigentlich. Dann kann der es da eigentlich weg, ne? Das ist wirklich eine... Ich glaube, das erfreut sich insgeheim. Er traut sich das aber nicht zuzugeben. Ja. Ich glaube, er traut... Fangaros traut sich nicht, das zuzugeben, dass er jetzt endlich... endlich auch hier drin ist. Ich glaube, das freut ihn schon. Sorry, Fangaros, aber die Sache ist doch einfach, wer hier die ganze Zeit so eine große Klappe hat, von wegen, oh, ich bin ja so ein Gott, ich bin ja hier so mächtig und ich bin mächtiger als ein Drachen, als ein fünfköpfige Drachengöttheit. Weißt du, der kann auch mal zeigen, wie gut er hier ist. Ganz einfach. So zerbröselt der Keks nun mal. Ich habe gesagt, mächtiger als. Nicht ich bin, sondern mächtiger als. Oh. Uiuiuiuiui. So,
Dragon heitert hier noch auf. Creepy baut sterile Fliesen. Okay, Mengi ist. Okay. Und euch geht's allen gut? Wie gut ist mit der Grippe? 51,64, 13%. 12% hat sich gut entwickelt bei Maemi. 9%. Es wird. Es geht bergauf. So, hier drinnen sind jetzt 10 Grad. Ja, und Flummi spielt das auch, genau. Die macht das als reguläres Let's Play. Auch da ist es, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen bei Flummi und dann, wenn ihr da zum Beispiel in der Truppe lieber sein möchtet oder auch da in der Truppe sein möchtet, könnt ihr da auch einfach in die Kommentare bei ihr schreiben und dann dort entsprechend Teil der Kolonie werden. Wenn euch das Kolonieleben gefällt. Falls ihr sagt, ja, ich wollte beim Dschungelcamp dabei sein, aber das ging nicht, dann möchte ich euch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Nee, Fanger, was kann ich nicht mehr ändern? Einmal geändert fest, sorry. Das tut mir leid, also. Aber hast du Angst, dass du stirbst, oder was? Nein, keine Sorge, Fangras. Da musst du keine Sorge haben. Ich kümmere mich doch gut um meine Kolonisten hier. Um die Leute. Dass ihnen dann nichts passiert. Und dass sie... Naja, sagen wir mal, gesund bleiben. Hi Japan. Ja, laber nicht. Dschungelcamp ist ja vorbei, Matt. Ein paar Tage wirst du noch ertragen müssen. Ist vielleicht auch mal eine andere Erfahrung. Das ist ein bisschen ein Rollenspiel. Ist ja auch ein Rollenspiel einfach. Was mich gerade ein bisschen frage ist, wieso wird eigentlich hier nicht... Ach, das Bauernwerk, Fangros, kannst du? Nee, noch nicht. Creepy, warum... Reiß doch mal ganz kurz das ab, das muss doch da nicht stehen. Siehst du, genau, stimmt, Mengenrabatt wurde auch dazu genötigt, hier einfach drin zu sein. Ich habe eine ganze Menge an LPs. Da, und einige sind so, andere sind ein bisschen ruhiger und entspannter und tiefsinniger. Andere sind sehr chaotisch, hektisch und actiongeladen. Ja. Ja, meine Kolonisten bekommen Kräutermedizin. Ich habe zwar nicht mehr so viel, aber solange es noch geht, solange ich noch habe, kriegen sie natürlich das Beste vom Besten. Sozusagen. Nee, Fangeros, ihr beide habt keine Rechte hier, ganz einfach. Ratten nerven? Nein, Ratten sind toll. Ratten sind total schlaue, intelligente und sehr soziale Tiere. Ja, das stimmt. Ohne Creepy geht alles vor die Hunde. Creepy ist derjenige, der hier die ganze Kolonie im Laufen hält. Fehlt? Silber? Wir haben doch Silber. Jo. Creepy Pant Dragon. Kannst du mal ganz kurz tragen? Genau. Den schwächsten Charakter. Ist ja die Frage, was Schwäche ist. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!